Leute, hier ein neues Tutorial, da soll es gehen um die Konstruktion eines Rades, diesmal nicht in FreeCAD, sondern in Blender, weil da soll auch ein bisschen was dran modelliert werden, was mit FreeCAD so ohne weiteres nicht geht. Wenn euch solche Videos für FreeCAD, aber auch für Blender interessieren, so lasst gerne ein Abo da und klickt auch auf die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Mitteilung, wenn ein neues Video da ist. Okay, machen wir weiter. Blender, ich arbeite hier mit der Blender Version 2.79b. Das ist die Version, mit der ich gut zurechtkomme. 2.8, da ist die Benutzeroberfläche doch stark verändert. Und vor allen Dingen auch Cycles Renderer ist noch nicht so mein Liebling. Muss ich mich erstmal reinarbeiten. Aber für die Konstruktion ist 2.79 wirklich gut geeignet. Man kriegt ja immer noch alle Versionen bis zurück in die absolute Vergangenheit bei Blender, also kann man sich, die kann man auch locker nebeneinander installieren. Okay, fangen wir an. Blender, ich habe hier so ein Vierfenster-Arbeitsplatz, muss man aber nicht unbedingt, weil man kann sich das auch so anlegen, dass man nur auf einem arbeitet und oder auf dreien. Dann kann man mit dreien, das kann man jetzt erstmal machen. So, hier haben wir die Aufsicht und hier haben wir eine Seitenansicht und die zweite Seitenansicht. Hier sieht man, das hier ist XY, das hier ist, ist doch Quatsch. Ne, Moment, müssen wir mal gerade umstellen. 1 und da die Taste 3 drücken. So, ich mach mal fix oben die Tastenbefehle an. Also hier mit der Taste 7 auf dem 10er Tastenfeld holt er euch die Aufsicht. Taste 1 macht es XZ und Taste 3 das YZ, Fensterchen auf. So, jetzt fangen wir hier an. Ich will ein Rad konstruieren mit einem Reifen. Und wie fängt man da am besten an? Man erzeugt erstmal ein neues Objekt. Und zwar, das macht man, indem man Shift-A drückt. Und dann kann man sich hier auswählen, ein Mesh möchte ich da erzeugen. Und zwar einfach einen Circle. So, da ist der Kreis. Und dieser Kreis, wenn man jetzt in den Edit-Mode geht, über die Taste Tab, dann sieht er so aus. Hier an der Seite, da sieht man, nee, das sieht man jetzt nämlich nicht. Ich mache das nochmal weg, machen wir das nochmal neu. Also wir machen ein neues Objekt, und zwar einen Circle. Und jetzt hat man hier unten stehen, wie viel Unterteilung soll der Kreis überhaupt haben, 32. Ich will einen feiner aufgelösten Kreis machen. Machen wir ruhig 128 Stück. Und jetzt muss man sich hier beim Radius des Kreises überlegen, das soll der Reifen werden. Wie groß wird der Reifen? Ich habe hier so eine Schieblehre jetzt in der Hand und überlege mal, ja, der soll ruhig 10 mm Radius haben, also 20 mm der Durchmesser. Das heißt, da tragen wir eine 10 ein. Dann muss man hier reinzoomen und da sieht man, da ist das entsprechend größer geworden. So, jetzt können wir in den Edit-Mode gehen. Das verschwindet, jetzt kann ich das nicht mehr editieren. Ich kann natürlich immer noch skalieren, wie ich möchte, aber ich habe halt die, zum Beispiel kann ich die Auflösung des Kreises jetzt nachträglich ändern. So, jetzt dieser Kreis hier, schieben das mal hier rüber. Die Fenster müssen gar nicht so groß sein. Und jetzt soll ja dieses Rad auch einen Durchmesser haben. So, wie gesagt, das hier sind 10, minus 10 mm, das plus 10 mm. Und jetzt kann man hier einfach Taste G drücken, dann Taste X und man verschiebt das. Und so sieht das ganz gut aus. Ich verschiebe das jetzt um minus 70 mm. Das heißt, außen ist das Rad dann bei 80 mm. Das heißt, ich tippe minus 70 und habe das halt verschoben genau auf die minus 70 mm. So, jetzt geht es darum, das wird ja nicht nur der Reifen, sondern hier das Rad hat natürlich auch ein Inneres.
Das heißt, wir gehen hierher und ich selektiere jetzt erstmal hier dieses Teil. Das stört mich immer, das kann man hier einfach ausschalten. Und jetzt sieht man nur noch das. So, das lösche ich jetzt einfach raus. Delete Vertices. Gehe hierher und tippe E. Damit extrudiere ich diese beiden Punkte, drücke auf X und setze sie irgendwo hier ab. Die möchte ich jetzt eigentlich genau im Mittelpunkt enden lassen. Wie machen wir das? Wir tippen die Taste N, dann geht hier so ein Transformfenster aus auf und dann kann ich die beiden selektieren und tippe bei X einfach eine 0 und schon habe ich da die zur Mitte verbunden. Dann brauche ich hier, die sind beide noch selektiert, einmal F drücken und jetzt sind die beiden verbunden. Jetzt habe ich eine geschlossene Kurve und kann jetzt hier noch ein wenig nacharbeiten. So, was eine tolle Funktion bei Blender ist, das ist das proportionale Editieren, Proportional Editing Mode. Den selektiert man einfach, indem man auf Enable geht. Man kann auch Projected oder Connected nehmen. In dem Fall brauchen wir einfach nur das Enabled. Und hier hat man eine Auswahl, wie der Proportional Mode funktionieren soll. Standardmäßig ist das Smooth eingestellt. Das heißt, ich selektiere jetzt diese beiden Punkte hier und drücke S, um die zu skalieren. Und da passiert jetzt erstmal genau das. Also man sieht schon, da gehen andere Punkte mit. Jetzt kann ich mit dem Mausrädchen dieses den Einflussbereich des Proportional Edit anheben. Und da sieht man, okay, gefällt mir das? Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann jetzt hergehen und hier sagen, okay, wie sieht das denn aus, wenn ich das auf Sphere umstelle? Und dann sieht das ziemlich daneben aus. Okay, gut, sieht auch daneben aus. Sharp, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Das heißt, ich will ja da jetzt sowas wie eine Felge dran konstruieren. Und jetzt mache ich den Proportional Mode wieder aus. Das kann man auch über eine Tasten. Ist das Steuerung P? Nee. Ich komme jetzt nicht drauf. Machen wir es manuell aus. Also wir gehen auf Disable. Jetzt skaliere ich die wieder und ziehe die wieder hier so zusammen. So. Und jetzt haben wir da so eine Felge dran konstruiert und dann jetzt kann man hierher gehen und kann sagen, okay, ich selektiere jetzt mit B geht man in den Border Select Mode. Jetzt habe ich genau die gegenüberliegenden selektiert und machen wir wieder den Proportional Mode an. Skalieren wieder. Oder G, wir verschieben. Und jetzt selektieren wir den hier und den. Skalieren die. Ändern vielleicht wieder auf Smooth. Nehmen wir den. Bewegen das. Okay, das soll jetzt der Reifen sein. Dann machen wir wieder mit dem Border Select Mode die beiden. Skalieren wir jetzt ein bisschen, aber
So zum Beispiel. Ja, das hat mir noch nicht so ganz gefallen. Gehen wir nochmal zurück. Den will ich bewegen. Ach, so sieht der Reifen besser aus. So, machen wir es so. Okay, das Teil soll jetzt die Grund. Das zu drehende Objekt, was soll also so ein Rotationskörper werden, und man geht jetzt in die Seitenansicht, also zum Beispiel hier, oder man drückt hier einfach die Taste 1 und im Edit Mode hat man dann hier die Möglichkeit, Spin zu drücken. Erstmal alles selektieren, man drückt auf Spin, dann macht er erstmal das in 30, in 90 Grad. Das heißt, wir tippen hier ein 360 und die Schritte natürlich nicht 9, sondern eher 128. Okay, da ist das Rad fertig. Ist vielleicht zu schmal der Reifen, zu groß das Rad. Das heißt, wenn man einem das nicht gefällt, bricht man es einfach ab, drückt STRG Z und geht wieder in diese Ansicht. Wir bewegen einfach das hier in X-Richtung. Sagen wir mal so. Und wir schauen mal, was haben wir da für ein. Da gehen wir auf minus 40, den auch. Man merkt schon, bei Blender ist das koordinatengerechte Konstruieren einiges schwieriger als in einem CAD-System. Und da muss man sich drauf einlassen. 40. So, jetzt haben wir das kleiner gemacht. Können wir jetzt wieder, wir sind noch im Edit-Mode, wir gehen in die. Diese Ansicht drücken Spin und er hat das noch hier stehen, 360 und die 128, und ich übernehme das jetzt, beziehungsweise ich selektiere jetzt alle Punkte und über Mesh Vertices, wo seid ihr? Remove Doubles, da habe ich jetzt 379 Vertices entfernt, das waren die, die hier an der Stelle, der hat die nicht automatisch verbunden, jetzt hat er es verbunden. Und wir haben den Reifen fertig. So, wenn man jetzt den sich im Edit-Mode ansieht, sieht man, der besteht aus sehr vielen Flächen. Und jetzt soll ja der Reifen hier, wo er aufsteht, soll er halt platt werden und in der Breite auch ein bisschen auseinander gehen. Das geht natürlich auch wieder mit dem Proportional Edit-Mode. Und da muss man jetzt hier schauen, was selektiere ich. Ich gucke von unten auf den Reifen, das heißt, das ist über STRG 7 gelange ich dahin und überlege mir, welchen Bereich möchte ich überhaupt aufstehen haben. Das heißt, über die Taste B wieder den Border Select Mode. So, auf der einen Seite haben wir 1, 2, 3 und dann hier 1, 2, 3. So. So sieht das gut aus. Wir gehen in diese Ansicht. Proportional Edit ist an. Wir skalieren in Z-Richtung und jetzt kann man hier den Reifen da platt machen. Und wir können auch das in Z halt bewegen, und über Mausrädchen stellt man ein, wie stark das halt laufen soll. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Und gucken wir mal, der ist hier so ein bisschen, hängt er da drin. Da muss man jetzt vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Oder aber. Das ist noch kleiner machen. Lassen wir es einfach mal so. Und jetzt soll das ja noch seitlich hier ausgebeult werden. Da geht man, hier gibt es so eine Taste. Wenn man die selektiert, dann
Wenn man dann über Border Select zum Beispiel hier was selektiert, werden auch die dahinterliegenden unsichtbaren Vertices selektiert. Das heißt, die muss so grau ausgegraut sein. Wir drücken A, damit sind alle deselektiert. B und wir selektieren jetzt hier zum Beispiel diese. Das kann ruhig so sein, wie es hier ist. Sieht gar nicht so schlecht aus. Machen wir den gesamten Bereich hier. Und man sieht, hier drüben ist das auch. Allerdings hat er die jetzt nicht mitgenommen. So, den noch nehmen und den. So, jetzt sind die gleich. Und jetzt drückt man S und das ist, soweit ich weiß, X. Ne, ist Y-Richtung. Jetzt kann man einfach hier mit dem Mausrädchen das klein genug wählen, dass das nicht auf die Felge Auswirkungen hat. Da sieht man, da ist es nicht auf der Felge. Dann zieht man das so raus und ist aber viel zu grob. Und vor allen Dingen, man sieht direkt, so klappt das nicht. Also Steuerung Z, wir gucken nochmal hier hin und ich selektiere jetzt nur diese beiden hier. Das nochmal. Es Und dann macht man das hier wieder aus, dann sieht das ein bisschen besser aus, kann das jetzt auch hier anschauen. So sieht das halt aus. Wenn es kann sein, dass dieses Rad, dass die ganzen Flächen einen falschen normalen Vektor haben, deswegen erstmal alles selektieren, Steuerung N ist das, glaube ich. Und dann sieht man, das hat sich geändert und jetzt sieht man das auch richtig schattiert. Und dann kann man hier bei den Tools hier oben sagen, das Ganze soll smooth werden. Und in diesem Menü hier, das hat aber mit dem Drucken später nichts zu tun, das ist nur für die Darstellung. Da gibt es hier eine Funktion Autosmooth. Und dann kann man hier einen Winkel eingeben, unterhalb dem halt smooth schattiert wird und überhalb dem wird halt werden halt scharfe Kanten erzeugt. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf 1 stellt, dann wird alles scharf schattiert. Stellt man das auf 10, dann sieht das schon ganz in Ordnung aus. Aber hier, da sieht man, da ist noch, also die 30 waren wahrscheinlich gar nicht so falsch gewählt. Und da sieht man, so sieht das jetzt aus. Okay. Nicht so super perfekt, geht bestimmt besser, aber ich denke, ich konnte zeigen, wie man im Blender sowas modellieren kann. Dann viel Spaß beim Blendern und ich hoffe, ihr findet da einen Weg, das besser zu machen, als ich es gemacht habe. Wenn euch solche Videos gefallen, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.